Hallo, was machen Sachen? Ja, wie der eine oder andere wahrscheinlich vermuten kann, mag ich Digimon sehr gerne. Und ja, wir haben auch schon auf Twitch das ein oder andere Spiel gespielt, sei es jetzt die älteren Teile wie Digimon World oder Digimon World 2003. Total doofer Name, aber egal. Oder halt auch etwas neuere Titel wie Cyber Sleuth. Wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochen, aber vollkommen Wurst. Und ich habe mich mit einer Freundin unterhalten, die hatte eine eigentlich eine lustige Idee, die ist mir so aus Quatsch gekommen, aber ich dachte mir, die Idee ist nice und das könnte ich ja für YouTube übernehmen. Wir hatten nämlich uns drüber unterhalten, welcher YouTuber könnte welchen Digimon-Partner haben. Ja, und wir haben uns auch ein bisschen unterhalten, ein bisschen Quatsch gehabt. Ja, und genau das habe ich jetzt auch vor, ein bisschen auf YouTube mitzumachen, weil ich fand die Idee halt einfach nice, auch einfach zu gucken. Und ja, das erste Opfer meiner Angriffe mit Digimon oder ja, der von mir einen Digimon-Partner aufgedrückt ist, der liebe Mimi. Einfach jetzt ist mir spontan eingefallen, weil ja jetzt die, ja, doch gestern kam es raus. Ich weiß nicht, ob ich das Video passend hochlade, aber gestern habe ich das Video gesehen zur neuen Entschuldigung zu Upgrade und dachte, ja, nice, eigentlich. Warum eigentlich nicht? Ja, und das auch einer der YouTuber, über den wir uns unterhalten haben, was für ein Digimon-Partner würde passen? Und wie ihr ja seht, ist ein Datamon geworden. Wir waren uns noch nicht richtig einig. Also das ist jetzt noch ein Bild, wo meine Freundin mitgeholfen hatte mit der Raussuche des Partners. Das ist immer, wir wollten ja ein bisschen abstimmen, dass das halt auch charakterlich passt, wie es halt bei Digimon ist. Gerade bei dem Anime soll ja Charakter vom Tamer oder Digiritter passen zum Charakter vom Digimon passen oder halt zu den Zielen. Und ja, wir waren uns noch am Schwanken, ob es jetzt Datamon werden sollte oder Andromon. Aus dem Grund, beide Digimon sind ja dafür bekannt, oder wer sich ein bisschen auskennt, wer so ein bisschen mit Ahnung hat, beide Digimon sind halt sehr intelligente Digimon. Der größte Stat von beiden müsste meines Wissens auch bei den meisten Spielen intelligent sein. Beide sind ja, im Datensammeln ganz gut und das dachten wir wäre doch passend. Wir sind dann doch auf Datamon gekommen. Datamon doch mehr dieses Neugierige und dieses Datensammeln verkörpert, wie jetzt Andromon. Andromon ist ja mehr so ein Bewacher, so ein Guardian, der halt seine, ja, meistens Fabrik bewacht und ja, in Ordnung hält. Und Datamon ist halt wirklich, ich will Daten, ich will alles wissen. Es ist sehr, sehr neugierig und will halt wirklich alles wissen. Und da es Typus Virus ist, ist es halt auch nicht unbedingt daran gehalten, sich an Regeln zu halten, um Informationen zu kriegen, was ich irgendwie dann doch sehr spannend fand. Zumal ich mag generell die Virus-Digimon ein bisschen mehr. Ich weiß ja, so ein kleiner Bias. Wahrscheinlich werden die meisten Leute von mir Virus-Digimon aufgedrückt haben. Egal, wir werden ja sehen, was kommt. Wie gesagt, ich habe mich für Datamon jetzt hier entschieden oder wir haben uns für Datamon entschieden, da halt Datensammlung doch ein großer Punkt ist, was man mit Mimi verbinden kann. Seine Festplatte, ja, vielleicht ist seine Festplatte ja ein Datamon. Wie gesagt, ja, Datamon ihn sehr, sehr fleißig dabei, alle möglichen Daten zu sammeln, schreckt auch nicht darauf zurück, die nicht immer auf, ja, nettem Wege zu holen, kann man das so sagen. Es ist ein Typus-Virus, was habt ihr erwartet? Die fragen nicht nett, die nehmen sich einfach. Darf ich das haben? Nein, okay, ich nehme es trotzdem. Danke, tschüss. So, kommen wir einfach mal zu so ein paar Basisinformationen zu Datamon. Der deutsche Name ist Datamon. Der Originalname ist Nanomon. Es ist ein Level-Ultra-Digimon, also es hat doch schon ein recht hohes Level. Es ist, wie gesagt, vom Typus Virus. Und wie man schwer erkennen kann, ist es von der Art her ein Maschinen-Digimon. Und wie so viele Maschinen-Digimon hat es die Gruppe Metal Empire. Und zusätzlich gehört es auch noch zu den Unknown dazu. Je nachdem, was für ein Spiel man spielt, ist Datamon entweder halt vom Typ her ein Metall-Digimon oder ein Elektro-Digimon. Aber solche Geschichten ist halt wirklich je nach Spiel unterschiedlich, also da gibt es kein Canon, nenne ich es jetzt mal. Also es gibt keinen festen Typus, sondern das wechselt von Spiel zu Spiel immer mal. Mal ist es Metall, mal ist es Elektro, aber das hat man bei den Digimon-Spielen öfters mal. So, den Indikationen will ich jetzt nicht so viel sagen. Einfach mal eine kurze Erklärung für die Leute, die halt primär nur den Anime kennen, die die Spiele nicht so spielen. Die Digitationen unterscheiden sich sehr stark zwischen dem Anime und dem Spielen. Im Anime hat man oft eine sehr lineare Digitation, sprich, es geht halt immer nur in eine Richtung. Beispiel Agumon digitiert zu Greymon, zu Metall Greymon, zu War Greymon und das ist halt eine lineare Digitation.
Es gibt eine kleine Ausnahme im Anime, da kam einmal ein Skull-Greymon vor, aber das war eine einmalige Ausnahme. Ansonsten funktioniert es immer so: Agumon digitiert immer zu Greymon, immer zu Metall-Greymon, immer zu War-Greymon. Ist eine lineare Kette. In den Spielen funktioniert das nicht so. In den Spielen sind die Digitationen nicht linear. Man hat für jedes Digimon mehrere Möglichkeiten, zu was das Digimon digitieren könnte. Man kann vordigitieren, man kann zurückdigitieren, aber es kommt halt sehr stark auf die Sets drauf an. Wir nehmen jetzt als Beispiel halt auch nochmal Agumon, das hatten wir ja gerade mit der linearen Digitation. Agumon hat jetzt zum Beispiel in dem Spiel nicht nur die Möglichkeit, dass es ein Greymon werden könnte. Wenn jetzt andere Stats hoch sind, also Greymon ist meistens Angriff, wenn die Stats für Verteidigung zum Beispiel hoch sind, kann es sein, dass es ein Monokromon wird. Oder es kann halt ein Tyrannomon werden oder ein Meramon. Es gibt halt wesentlich mehr Möglichkeiten, was aus deinem Agumon werden kann. Meist so 3 bis 7, je nach Spiel. Und das gleiche gilt natürlich auch für die Zurückdigitation. Wenn du zum Beispiel deinen Greymon hast, heißt es nicht, dass du, wenn du einen Greymon hast, dass du nur Agumon als Zurückdigitation als Auswahl hast. Du könntest es beispielsweise auch in einen Wemon zurückdigitieren oder in einen Gabumon zurückdigitieren. Ja, dementsprechend konfus kann dieses ganze Digitationsgedöns sein und ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, wenn ich das nicht mit reinnehme. Ich denke, das wird ein bisschen too much für das, was ich vorhabe. Ich nehme das quasi jetzt als Start, als Erklärung, hoffe, das funktioniert, dass die Leute auch die Erklärung gucken. Wird nicht immer funktionieren, wahrscheinlich wird ein bisschen was in die Kommentare schreiben müssen, aber ist nicht so schlimm. Ja. Ich werde jetzt einfach wahrscheinlich so dreist sein und einfach Leute nehmen, die ich selber gucke, selber kenne. Wenn ihr auch Bock drauf habt und Lust drauf habt, schreibt doch einfach mal YouTuber, die ihr denkt, die haben einen Digimon-Partner verdient, schreibt die mal unten in die Kommentare. Wenn ihr Bock drauf habt und mitmachen wollt, schreibt doch auch mal den passenden Digimon-Partner dazu, den ihr denkt, wäre da passend. Ja, ich werde wahrscheinlich einfach erstmal Leute durchgehen, die ich so kenne, die ich so gucke. Man macht ja Sinn, die Leute kenne ich halt und dann kann ich das ein bisschen besser einschätzen. Ja, vielleicht finde ich ja den anderen ein oder anderen YouTuber in den Kommentaren, die ich mir angucken kann und finde auch noch coolen Content. Also ich kann nur gewinnen bei der Sache. Ja, und dann mal gucken, was da wird. Wie gesagt, ich habe da jetzt Bock drauf. Mal gucken, wie lange, weiß ich noch nicht. Aber wie gesagt, ich feiere Digimon. Vielleicht habe ich ja jemanden gefunden, der feiert Digimon auch. ja. Und wie gesagt, wenn ihr coole YouTuber kennt, schreibt in die Kommentare. Schreibt in die Kommentare, was für einen Digimon-Partner ihr dazu vermutet, erwartet. Keine Ahnung. Schreibt von mir aus auch einen Typus nur dabei oder so. Oder irgendeine Eingrenzung. Oder ja, eine Gruppe oder was weiß ich. Keine Ahnung. Vielleicht gibt es ja ein paar Leute, die das interessiert oder so. Keine Ahnung. Ich werde weitermachen, worauf ich Lust habe. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt da auch Bock drauf. Und wenn ja, sehen wir uns im nächsten ja, Video. Auf Wiedersehen. Ciao. Schönen Tag noch. Und Like und Abo dalassen, wenn ihr schon bis hierhin geguckt habt. Wahrscheinlich keiner. Egal. Ciao.